Welches Insekt wird von Ramona imitiert? Schmeißfliege ist richtig. Das ist Gerd Bastian mit seiner ersten Tiefkühlpizza. Wer Babynahrung entwickelt, muss immer gleichzeitig auch die Hautverträglichkeit und das kosmetische Element im Auge haben. Dieser sadistische Parcours aus Wellblech, Kies und Unkraut ist eine echte Herausforderung. Sehen Sie mal, wie viel Spaß man mit einer einzigen Wunderkerze haben kann. Leben wird dieses kleine Weibstück auch ohne das Hexenkostüm ihrem Rollenfach alle Ehre machen. Hau ab, du Wicht! Die bestellten 100 Frankfurter Kränze zum schönen Anlass sind leider nicht fertig geworden. Günni und seine Family sind erst bei Nummer 84. Jutta ist so süß, dass sie fast schon selber Karies davon bekommt. Nur dem guten Immunsystem der robusten Lilly ist es zu danken, dass der Ausbruch einer Epidemie am Elfriede-Schlumpf-Gymnasium diesen Winter ausblieb. Detti vermag sich über sein Petri-Heil nicht recht zu freuen. Tja, wenn der Lukas im Kino ist, dann muss man halt woanders hinhauen, liebe Kinder. Wer mich heiratet, ist selber schuld. Immer schön deutlich, damit es hinterher keine Missverständnisse gibt. Ja. Es hat seine Gründe, dass Kaplan Schraubhuber so gut mit dem Zölibat zurechtkommt. Oh. Und hat der Braut scheint es ja zu gefallen. Endlich mal kein Gekloppe um den Brautstrauß. Da bedarf es nun wirklich keiner weiteren Nachfrage.
als rauer Westernheld muss man in jeder Lage das Image wahren. Auch wenn man eine Komikerin heiratet. Die meisten heulen ja nur bei Hochzeiten. Vorsicht! Auf diese Weise hat sich schon der Ostblock ruiniert. Herr Frauendienst dokumentiert im Hauptberuf Versicherungsschäden. Irgendwas war doch, weshalb ich lieber drinnen heiraten wollte. Was war denn das noch? Ach ja, ach, dieser Heuschnupfen. Oh. Was eine Idylle hätte werden können, sieht nun eher aus wie Jacques Offenbach. Er nimmt schon mal die Zähne raus. Denn für die Süßigkeiten, die nun kommen, wird er sie nicht brauchen.